So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, wieder einen Lego-Store gefunden. Wo wir wieder einen riesen Lego. Ich werde jetzt einfach nur mit der Kamera rumschwenken. Wie ihr seht, da vorne das sogenannte Bügeleisenhaus. Aber da hat wohl der Giebelsturm drin gewütet. Oder es ist nämlich fertig gebaut, so viele Teile wieder rumfliegen. So, jetzt werde ich erstmal von außen gehen und euch den Eindruck und das Motiv von außen zeigen. So sieht es von außen aus. Ich hoffe, ihr kennt das gut, weil das Glas das spiegelt. Aber ich glaube, hier muss man jeden Lego Store besuchen. Es sind immer andere Figuren da. Umso länger man hinschaut, umso mehr kleine Details sieht man. Aber beim Vorbeigehen habe ich natürlich noch ein Produkt gesehen von Lego, und zwar ein Bild, komplett aus Legosteinen. Das ist ja wohl der Hammer. Es ist ca. 3,50 Meter hoch. Circa 14 Meter lang oder breit. Es streckt sich über mehrere Schaufenster. Aber leider spiegelt es zu sehr. Deswegen, ich hoffe, ich konnte den kleinen Lego-Einblick mal mehr geben. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.